Die Hollywood News im Galaticker: Angelina Jolie hält noch immer Kontakt zu Ex-Mann Billy Bob Thorntons Sohn ++, aber Philipp äußert sich über sexuelle Orientierung ++. Bella und Gigi Hadid posten seltene Familienfotos zum Geburtstag ihrer Mutter. Hollywood News 2022 im Galaticker, 13. Januar 2022. Angelina Jolie hat innige Bindung zum Sohn ihres Ex-Mannes. Lang ist's her, dass Angelina Jolie, 46, und Billy Bob Thornton, 66, verheiratet waren. Das Paar, das regelmäßig mit wilden Zungenspielen bei Red Carpet-Auftritten für Aufmerksamkeit sorgte, wurde 2003 geschieden. Zu ihrem Stiefsohn Harry James Thornton pflegt die Schauspielerin, die mittlerweile selbst sechsfache Mutter ist, allerdings bis heute ein inniges Verhältnis. Im Interview mit ET Online verriet der heute 27-Jährige, dass er zwar nicht täglich mit ihr in Kontakt stehe, sie jedoch noch immer an ihn denke. Bis heute schickt sie mir jedes Jahr Weihnachtsgeschenke und solche Sachen, erklärt Harry. Ich telefoniere nicht jeden Tag mit ihr, aber hin und wieder sprechen wir miteinander. An die Zeit mit der The Eternals-Darstellerin hat er bis heute nur gute Erinnerungen. Sie war so cool, schwärmt Harry, der aktuell in der Reality-TV-Sendung Relatively Famous, Ranch Rules zu sehen ist. Sie hat jede Woche mit uns gecampt und einmal hat sie ein Wohnmobil gemietet und wir haben einen richtigen Campingtrip gemacht. Angelina Jolie und Billy Bob Thornton waren von 2000 bis 2003 verheiratet. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Schauspieler bereits 3 Kinder. Es hat so viel Spaß gemacht mit ihr, als wir jünger waren. Sie war sehr lustig, erinnert sich ihr Stiefsohn. Geschlecht egal, aber Philipp über sexuelle Orientierung, aber Philipp spricht offen über ihre sexuelle Orientierung und macht dabei deutlich, dass sie kein Fan von Schubladendenken ist. Bei einer Fragerunde auf Instagram möchte eine er ihrer knapp 1 Million Follower innen es genauer wissen und fragt die Tochter von Reese Witherspoon, 45, und Ryan Philipp, 47, ob sie Jungs oder Mädchen bevorzuge. Ich stehe auf Menschen, stellt die 22-Jährige klar und fügt hinzu, Geschlecht ist egal. Dazu teilt sie ein Selfie, auf dem sie mit rosa gefärbten Haaren und blauem Lidschatten in die Kamera strahlt.